So ihr Lieben, es sind jetzt wieder 24 Stunden vergangen und heute packen wir den so einen Grasröhre rein mit 10 Eingängen. Ich muss dem erstmal nachzählen. Und genau, danach packen wir den noch ein, zwei clever Sachen rein. Miss Toffee, gehen Sie da runter. Da will die eine Smartie direkt schon rein. Ja? Oh, ist sie drinne? Ist er drinne? Ja. Och, ist sie süß. Hallo. Und Toffee kommt hinterher. Och, niedlich. Da kannst du den ja vielleicht da unten in die Ecke stellen, ne? Da ist ja noch Platz. Oh, das so ist groß. So Hallo. So groß ist es ja jetzt Peist noch nicht. Peist auf. Schwupp. Hopp. Ja. Schmanti. Haben sie ein bisschen Beschäftigung wieder. Achtung, Toffee. Ich setze zur Landung an. Whitey. Ach, hier vorne ist auch jemand. Ach so, Whitey. Die habe ich ihm gar nicht gesehen. Ach, guck mal, wie oh, süß. Das ist wieder süß. Sehr, sehr niedlich. Ach so, trinken mache ich den hier nochmal, nicht, dass ihr euch wunderbar. Genau. Ich kann trinken, das habe ich eben gerade rausgenommen. Und Gemüse, ein bisschen. Ja. Aber heute ein bisschen weniger. Ja, und irgendwie gestern war es. Die so viel, nicht, dass sie da irgendwie Dünnpup bekommen. Ja, aber die fressen das ja nicht alles. Ja. Von daher. So, Mädels. Und Jungs. Und Burms, genau. Da habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun. Mal gucken, wenn wir morgen aufwachen, ob sie es wieder zerschreddert haben. Aber. Nee, die laufen hier so. Nee, super. Dann geben wir denen jetzt noch Wasser. Ja. Und ja, sonst gibt es ja für heute auch nicht viel zu berichten. Das Whitey? Das hier. Oder ist das ein Smarty? Oh. Nein, es ist so aufregend, dieses Grasnest. Ich mach's gleich mal auf. Oh, süß, da können sie doch durchhuschen. Ja. Guck mal, voll aufgeregt, ist voll niedlich, wie sie da immer wieder reinhuschen. Ja. Das ist ja echt drollig. Ja, ja, muss man sagen, es ist immer sehr süß, die zu beobachten, ne? Ja. Wird nie langweilig. Vor allem, es wird auch nie langweilig bei der Vergesellschaftung, aber man muss ja wirklich so viel machen. Ich bin da eben gegen das Garen gekommen, aber man muss ja wirklich so viel machen und so viel beachten und so. Naja, jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit dazu, echt krass, oder? Ja. Morgen kommt wieder was dazu oder vergrößern wir das dann? Wir müssen mal gucken. Nee. Wir haben ja noch zwei Röhren bestellt. Und eine Hängebrücke, die sind aber noch nicht da. Von daher würde ich vielleicht sagen, dass wir ein bisschen vergrößern. Ja, weil ich sag mal, so eine Hängebrücke oder so eine Röhre kann man hier auch schön rüberhängen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich sag mal, auf dem Boden, da haben sie ja eigentlich, wenn ich da mal rüberschwenke, da haben sie das Grasnest, da haben sie ihr großes Grasnest, wo sie drinnen schlafen, denn da die haben Röhre. Sie die Birkenholzröhre, die Erhöhung, die haben halt extrem viel schon auf dem Boden. Ja. Dann können sie vielleicht morgen ein kleines bisschen dazu kriegen, vielleicht ein bisschen Heu und dann... Hallo Brownie! Ach Gott, kommst du auch mal? Hi! Ja, das ist so selten, dass Brownie kommt. Mhm. Das ist voll süß. Ich gehe schnell wieder runter. Jetzt würde ich sagen, ich gehe wieder. Super. Na nee, gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis denn! Bis dann! So ihr Lieben, es sind wieder 24 Stunden vergangen und wir haben die Holzleiter Marder wieder drin. Nicht, Samik? Ja, von wem wir die wohl bekommen haben, Samik, ne? Kannst du ja mal unten in die Kommis schreiben, von wem wir die wohl bekommen haben. Nee, wir haben die auf jeden Fall aus dem Tauschpaket von der lieben Samik bekommen. Und ja, die haben wir jetzt benutzt. Und haben noch so ein bisschen so Knabbersachen reingepackt und ja. Ja, dass auch ein bisschen Beschäftigung da ist. Das Grasnest übrigens von gestern, ne? Also, die Schreddermäuse waren wieder echt aktiv, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Hallo? Willst du rüber gucken? Oh, die sind gerade extrem aufgedreht. Ja, die freuen sich natürlich auch total, wenn da mal ein bisschen was Abwechslungsreiches reinkommt. Ja, und nicht wundern, ich mache den gleich noch wieder trinken, weil es haben die wieder zugebuddelt. Warte, ich kann es euch mal hier zeigen. Wie ist das? Ja. Es ist nicht so lecker mehr, deswegen. Meistens machen wir sowieso morgens und abends frisches Wasser. Ja.
Na du? Aber ich muss schon sagen, als wir noch nicht die Erhöhung drin haben, wir haben so oft frisches Trinken, also ich habe so oft frisches Trinken gemacht, weil es alles voll war. Ja. Die konnten halt echt nichts mehr dann trinken und ich musste das irgendwie so 5-mal, 7-mal am Tag machen oder so. Ja. Oh, Toffi. Und der da. Huch. Das ist so ein bisschen getrockneter Löwenzahn. Genau, warte. Krüspenhirse. Löwenzahn. Genau. Ja. Da kriegen sie mal so, so ein bisschen was. Ich finde auch, das fressen sie gerne. Die ganzen Kräuter von JR Farm, ich finde es halt, es sind extrem viele Kräuter. Ich finde sie eigentlich ganz cool so. Weil es halt so vielfach ist, so an Kräutern. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Ja, ich denke mal, morgen kann man vielleicht so ein kleines bisschen Platz, vielleicht die Hälfte nochmal dazugeben, die da jetzt noch frei ist. Also nochmal weitere 10 cm. Und dann hoffe ich, dass die Röhre kommt, ne? Ja. Dann können wir dann ja ein bisschen wieder was zum Klettern reinhängen. Ja, sonst geht's allen gut, sind alle friedlich. So soll es sein. Ja. Also ne? Sehr süß. Auch, das ist auch immer so süß. Wenn man danach später reinguckt, gestern oder vorgestern war es, als wir dieses Seil reingehängt haben, was war das nochmal? Wann war das? Gestern, oder? Das Seil? Nee, das ist auch schon wieder länger her. Oh, gestern haben wir das Grasnest reingetan. Genau, und vorgestern haben wir das Seil reingepackt. Nee, dann haben wir, glaube ich, erst Platz dazu gegeben auf und davor Fall, das Seil. Als wir das Seil auch reingepackt haben, ich gucke dann so spät abends halt, als ich schlafen gehen wollte, nochmal so rein. Guck mal, da ist Tufay. Oh Kleine, ja. Die möchte auch vor der Kamera gehen. Jetzt rennt sie weg. Nee, doch nicht. Und dann saß hier ein Schmanki. Hier saß ein Strudeli. Und da saß eine Toffi. Ja, diese Dame da und diese Dame. Ja, Toffi muss man ja sagen, die hat sich jetzt ja auch beruhigt, seitdem die Jungs oh, da ja, sind. Extrem. Ne? Weil Toffi hat sich ja ganz oft mit... Da unten? Ist das Strudel da unten? Ja. Mit Strudel gezopft, beziehungsweise ja. Musste Strudel ja immer einstecken und die hatte ja auch so doll am Schwanz geblutet, was wir euch in dem einen Video mal erzählt haben. Wir können es auch unten sonst nochmal verlinken. Ach so. Aber die kleine Dame da mit der schicken Maske, ich sag mal, das ist der kleine Superheld. Nee, ja, der Bankräuber hier. Aber die ist jetzt auch echt ruhig und entspannt geworden, ne Toffi? Ja, ja. Das ist echt super. Beruhigen dich die Jungs. Und die kleine Cookie. Nein, nein, nein. Komm mal hier. Upsala. Komm runter. So. Ja, gut. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das wollte ich nochmal in meinem Video erzählen. Also die Mäusis, die sind ja von mir jetzt, also die ich auch, die 8 Farbenmaus Mädels. Mhm. Viele davon sind ja schon eigentlich ganz schön zahm und so. Die probieren es jetzt alle da. Ich wusste es, ich hatte schon ein Gefühl, wenn wir die da hinhängen, die probieren da alle hier so wieder lang zu balancieren. Na, auf jeden Fall, mir ist halt extrem aufgefallen, also zum Beispiel Whitey oder Toffee, die haben echt keine Scheu mehr so vor der Hand oder so. Aber, was war das? Oft Mama spielen die auch ein bisschen, ne? Aber mir ist aufgefallen, dass die Boys, also die Schmantis, wie ich sie immer nenne, die sind extrem zahm, ist mir aufgefallen. Also echt, die sind super zahm, obwohl wir sie ja jetzt gar nicht so lange haben. Ja, es kommt immer drauf an, wo sie auch vorher gelebt haben. Ne? Die sind jetzt ja nur vom Mäuseasyl. Die kamen ja auch ursprünglich wohl aus dem Tierheim, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Sind dann ins Mäuseasyl gekommen und da waren die, glaube ich, ja auch extrem jung. Und wenn die Mäuse dann von klein auf an die Hand halt kennen, dann... Es ist ja auch ein bisschen was anderes. Wir wissen ja nicht bei den Mädels, woher die genau kommen. Es kann natürlich auch sein, dass sowas in dem Tierheim quasi passiert ist. Da ist auch so ein Creamy. Oh, Creamy Line. Guck mal, oh, bitte die beiden Gesichter an. Die kann man echt nicht vom Kamera. Da weiß die Kamera gar nicht, wo sie scharf stellen soll bei so viel Gewusel. Ja, aber auf jeden Fall, man weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt wirklich alles Geschwister oder so sind. Nee. Sondern es kann natürlich auch so sein, dass irgendwie Whitey, Pünktchen, Strudel und so einfach so vielleicht auch in 2 Gruppen ankamen, die dann vergesellschaftet wurden. Weil nee, das eigentlich nicht, weil die wurden ja von der 3. Person
zusammen, ja, zusammen abgegeben. Also mehr konnte uns das Tierheim ja nicht sagen über die Mädels. Ja, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie da schon mal vergesellschaftet wurden. So, und dass vielleicht die einen oder anderen etwas zahmer denn waren oder so. Das heißt ja auch nicht, dass sie aus extrem schlechter Handlung kommen. Also, ja, weiß man nicht, ne? Es kann sein, kann aber nicht sein. Wir wollen es mal nicht hoffen. Nee. Es kann natürlich auch einfach sein, dass vielleicht eine ältere Person die Mäuse gehalten hat und es einfach nicht mehr so geschafft hat, weil sie vielleicht krank war oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es ihnen jetzt gut. Ja. Und wir freuen uns echt darauf, dass sie bald wenigstens dieses eine Nagarium schon mal wieder haben. Und genau, bis dahin würden wir sagen, sehen wir uns morgen wieder. Genau. Bis denn. Bis dann. Ciao. Oh, ist süß, warte, die Beine da. Ach, es ist so goldig. Man kann sich gar nicht satt sehen. Man kann wirklich nicht aufhören zu filmen. Es ist so süß. Na gut, okay. Bis denn. Hallo, ihr Lieben. Ja, ihr kennt das. Der Standardspruch. 24 Stunden später. Und ich wollte eben gerade den Deckel nicht aufmachen, weil das war so total süß. Wie die ganzen kleinen Mäuse da eben beim Futternapf gesessen haben. Das ist übrigens auch ganz toll, wenn die einen gemeinsamen Futterplatz haben, wo sie alle zusammen essen. Das stärkt natürlich auch nochmal die Gruppe. Und ja, heute gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Wir haben jetzt einfach wieder 10 cm dazugegeben. Sonst haben wir nichts verändert. Klar, frisches Futter, frisches Wasser. Aber sonst haben wir da nichts verändert. Dann kommt gleich noch ein bisschen Gemüse rein. Ja, und dann war es das auch schon für heute. Und dann sehen wir uns wieder morgen. Bis denn. So, ihr Lieben, Standardtext mal wieder. Es sind wieder 24 Stunden vergangen. Und heute packen wir das hier rein. Von der lieben Samik. Vielen lieben Dank. Ja, ja, es passt eigentlich perfekt, weil das darf ja nicht irgendwie nach etwas riechen. Und ja, deswegen ist es super. Toffi, ich habe immer so ein bisschen Angst. Ja, ich passe hier auf. Okay. Wo will ich die denn da dahin packen? Soll ich die hinpacken? Ich weiß nicht, doch vielleicht an die Seite. Da hatten wir ja gestern mehr Platz gemacht. Genau, dann können sie sich da irgendwie... So, ich drück die mal. Das ein bisschen gemütlich machen. Oder sie zerschreddern sie. Wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, sie zerschreddern. Also das Grasnest, was wir da mal reingetan haben, das, da ist nicht mehr viel von übrig. Dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so ankommt. Ja, das können die ja schon so welche rühren. So einen hatten wir auch schon mal. Ja, gestern hatte irgendwie ein Mäuschen gefiebt. Da dachten wir erst, na, was ist da los? Weil das war kein Putzfiepen. Aber dann haben wir das beobachtet. Und der eine Smart, die war am Buddeln. Und ich weiß nicht, ob die andere Maus da irgendwie in dem Gang war, ne? Und die hat dann irgendwie gefiebt. Die hat sich wahrscheinlich erschrocken so. Was ist da los? Vielleicht hat sie auch geschlafen in dem Gang. Aber nö, sonst... Och, süß, guck mal. Kommen die da alle raus. Sonst verstehen die sich echt gut. Ich guck mal, ob ich das hier von außen hinkriege. Ah, es ist sehr dunkel. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Es ist dunkel. Es ist. Ach, guck mal da, aber so kann man das ganz gut sehen. Ja. Ja, jetzt wurschteln die da natürlich alle rum. Hallo. Niedlich. Ja, hier kommt gleich wieder frisches Wasser und das Futter drauf. Ja. Und ein bisschen Frischfutter. Das Futter hatte ich eigentlich heute Morgen schon sauber, also frisch gemacht. Ich glaub, das ist auch mal noch snatched. Ja, das ist ganz gut noch. Genau. Das kann ich schon mal reinstellen. Dann haben die aber das Trinken, das muss ich gleich nochmal neu machen. Das hatte ich eigentlich auch heute Morgen. Ja, wir machen das ja morgens und abends. Ja, genau. Machen wir das frisch, weil sie dann doch irgendwie immer mal was da reinwerfen, ne? Auch, aber es ist mit der Erhöhung komplett besser geworden. Das auf jeden Fall. Also es ist erleichtert einen schon sehr viel. Wir haben hier auch noch eine Pappröhre. Ja, das ist eine richtig coole Pappröhre. Die können sie auch zerschreddern. Aber naja, die kriegen sie ja heute noch nicht. War das die eine Rolle von heute? Ja. Da war so, das war so eine ganz dicke Rolle mit Ceva. Ja, die wirkt richtig stabil. Aber ich glaube, bei den kleinen Schreddermäusen
Da haben sie auch bestimmt richtig Spaß. Ja. Daran dann rumzuknabbern. Wir haben ja im Moment so einen krassen Papierrollenverbrauch wegen Balu. Ja, der ist halt noch nicht ganz stubenrein. Ja. Aber da stressen wir uns jetzt auch nicht. Da soll man sich ja auch nicht stressen. Ich finde das echt cool mit diesem Holzding. Das ist echt cool. Ja, also die Holzplatte. Ich glaube, sie haben es so ganz minimal versucht, aber ist dann wohl Gott sei Dank aufgegeben. Ja. Naja, sonst zur Not haben wir auch noch eine Ersatzplatte. Und wir haben schon überlegt, wenn wir das irgendwann ganz groß machen, dann schieben wir das komplett rüber, damit es von beiden Seiten dieses Loch wirklich zu ist. Ja. Und dann... Ja, dann war es das auch schon wieder. Ja, oh, das ist immer und so süß. Der Standardtext, wir sehen uns morgen. Bis denn. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz euch zeigen, was die Farbmäuse in der Nacht gemacht haben. Die haben die Röhre komplett zerlegt. Liebe Grüße gehen auch an Samik raus. Und ja, das ist doch Wahnsinn. Yay. Komplett zerlegt.